Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Dream Daddy a Dad Dating Simulator. Wir sind an der letzten Folge an einem Punkt ausgestiegen, in dem sich unser Dad Andrew ins Bett geschmissen hat, nachdem er mit seiner Tochter in der Mall war und interessante Dinge gekauft und einen echt strangen Typen kennengelernt hat. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem nächsten Tag weitergeht. So, kommt jetzt wieder der hässliche Ladescreen, jawoll! Und er ist immer noch pink und kreischt grün und gelb. Oh Gott. Warte, warum habt ihr da nicht was Schöneres gebastelt? Okay, ich schlafe offensichtlich. Oder ist eine große Gruppierung von Zs nicht irgendwie die Andeutung von Schnarchen? Keine Ahnung. Guten Morgen, Schlafmütze. Oh, nur noch 5 Minuten. Du hast mir nie 5 weitere Minuten gegeben. Also, raus mit dir. Okay. Okay, also, wir haben Cerealien zum Frühstück und verbringen den Morgen damit, Möbel zusammenzubauen. Amanda ist so viel besser dabei, die komischen Anleitungen zu verstehen. Wir schaffen es, ein paar Regale und irgendwie einen Tisch zusammenzubasteln, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es eigentlich ein Bücherregal hätte sein sollen. Na, bist du schon voll gespannt auf das Cookout heute? Ach stimmt ja, wir hatten ja hier so eine Verabredung. Excited to beef up my grilling skills. If there's food, I'm excited. Wobei ich dachte, das wäre heute irgendwie so ein Grillen oder so. Egal, ich nehme mal das Oberste. Ich sehe das als Möglichkeit zu lernen. Wenn ich ein paar heiße Grilltipps bekommen kann, würde ich mal sagen, dass das ein Erfolg wird. Wolltest du nicht ein paar Leute aus der Nachbarschaft kennenlernen? Naja, ich werde wahrscheinlich irgendwie unbehaglich in der Ecke stehen mit einer mit einem Teller voll Essen und hoffen, dass mich niemand anspricht. Dad, du bist ein wunderschönes Work in Progress. Wir werden diesen Schmetterling bald dazu bringen, aus dem Kokon herauszuschlüpfen. Der soziale Schmetterling. Ich würde mal sagen, wir machen uns am besten fertig. Ich möchte nicht zu spät kommen. Was? Nein. Wir müssen natürlich super gut aussehen. Ach nee, Quatsch. Wir müssen natürlich zu spät kommen. Wer kommt denn bitte pünktlich zu sowas? Weißt du was? Wir werden zu früh hingehen. Gerade weil du das jetzt eben gesagt hast. Ich geh zur Tür raus und Amanda folgt mir etwas. Wir gehen über die Straße zu Josephs Haus mit einem im Laden gekauften Gemüseplatte. Ich bin ein wirklich grauenhafter Koch, wenn es nicht irgendwie mit dem Grill zu tun hat. Ich fürchte mal fast, dass wir nicht so früh da sind, wie ich es gedacht hätte. Josephs Hinterhof ist ziemlich voll mit Leuten und der Geruch nach Hotdogs liegt deutlich in der Luft. Kleine Kinder rennen zusammen unter einem Sprinkler durch und die Erwachsenen stehen in kleinen Grüppchen zusammen und reden. Ich stelle unsere Gemüseplatte auf einen Tisch, wo genau noch 2 andere Gemüseplatten stehen. Ah, okay. Hey, da ist Joseph. Ich winke, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. In dem Moment, in dem er uns erkennt, hoppelt er ganz schnell zu uns und breitet die Arme aus. Ah. Willkommen! Ich bin so froh, dass ihr beide hier seid. Und ihr habt Gemüse mitgebracht. Yay! lasst mich mal euch meine Familie vorstellen. Kinder, kommt mal her. Das ist Chris, mein Ältester. Hey. Hi! das sind Christian und Christy. Sie sind Zwillinge. Ah. Sie starren mich irgendwie creepy an und sagen nichts. Hey. Und, natürlich, das ist unser Jüngster, Krish.
Moment, wo ist Krish? Oh, wahrscheinlich hat Mary ihn wieder ins Bettchen gelegt. Oh nein, es ist die Frau aus der Bar von neulich. Was macht sie denn bitte hier? Oh, und wie hätte ich meine wunderbare Ehefrau vergessen können? Mary. Okay, die olle Tussi, die uns versucht hat, irgendwie einen Drink abzuschwatzen und halb besoffen durch den Laden getingelt ist, das ist seine Frau. Alter, sieht die frustriert aus. Immer noch. Also entweder hat sie den Hangover des Jahres oder sie ist einfach generell frustriert. Hey. Joseph stupst sie an die Wange und sie lächelt. Mary, Liebste, wo hast du Krish ins Bettchen gelegt? Hm. Oh, ich muss mal nach ihm schauen. Hm. Was? Du hast noch nicht? Joseph braucht einen kurzen Moment, um sich wieder zu fangen. Oh. Mary, das ist unser neuer Nachbar Andrew und das ist seine Tochter Amanda. Mm. Ich würde ja ihre Hand schütteln, aber ich brauche noch ich brauche sie noch, um ein Glas Wein zu nehmen. What? Ich mag sie. Nett, sie kennenzulernen, Mary, zum ersten Mal. toll. Ja, ich muss jetzt mal los. Mary geht und meine Güte, ist das kaputt hier. Ich frage mich, ob Joseph davon weiß. Ich frage mich, ob Mary weiß, dass Joseph davon weiß. Und ich frage mich, ob Joseph weiß, dass Mary weiß, dass ich's weiß. Hä? Okay. Also ich glaube, es ist einfach so ein bisschen strange, die Nachbarsfrau in einer Bar zu finden, die dann versucht, einen irgendwie wegen dem Wein aufzureißen. Es braucht gerade wirklich meine gesamte Energie, dass ich nicht von diesem Barbecue wegrenne und auch nicht vor dem neuen Start in einer neuen Stadt wegrenne. Ja. Meine Frau hat wirklich einen wunderbaren Sinn für Humor, aber bitte, habt Spaß beim Barbecue, ihr beiden, und alle Leute hier sind total gespannt darauf, euch kennenzulernen. Amanda und ich gehen halt so ein bisschen in der Gegend rum und probieren alles von dem Essen aus, das hier auf verschiedenen auf dem Tisch steht. Ich nehme mir ein paar Deviled Eggs raus. Das dürften wahrscheinlich Eier mit einer scharfen Füllung sein. Amanda nimmt sich einen Papierteller und stopft den ganz schnell mit gebackenen Sachen voll. Ich möchte eigentlich jetzt nicht gezwungen sein, Freunde zu machen. Oh. Na komm, Papa. Mit wem wirst du Partys veranstalten, wenn ich an der Uni bin? Aber ich habe keinen Bock auf Smalltalk. Hm. Papa. Ah, die werden übers Wetter reden. Oh. Geh jetzt. Mach es. Such dir Freunde. wie könnte ich jetzt mein einziges Kind bei einer sozialen Umgebung hier hängen lassen? Also dieser Teller voll mit Cookies ist mein neuer Papa. Tschüss. Okay, die ist wirklich gut. Amanda schubst mich in die Mitte des Hinterhofs. Toll, da passiert irgendwie gar nichts. Ich schaue mich auf der Party um und ich bin ziemlich überrascht, ein paar bekannte Gesichter zu entdecken. Ist das nicht der Barista vom Coffee Spoon? Oh, Robert ist auch hier. Ja, mein heißer One-Night-Stand, der dann wollte, dass ich morgens gehe. Ja, danke schön. Hat der Typ mir nicht irgendwie einen Frisbee an den Kopf geworfen? Ist das nicht dieser komische Typ aus dem Dead, Goth and Beyond? Also der sieht schon ziemlich strange aus, muss ich echt sagen. Ist das nicht Amandas Lehrer? Hey, da ist Craig. Moment. All diese Leute leben hier in unserer Sackgasse? Das kann ja wohl gar nicht sein. Ich müsste das hier mal genauer untersuchen. Ach du Scheiße. Okay. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal mit Damien reden, weil den haben wir bisher noch gar nicht wirklich kennengelernt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Talk to Joseph and Damien. Ich sehe Joseph mit dem Typen vom Death, Goth and Beyond am Grill reden. Ich frage mich, worüber sie sprechen. Ich gehe mal zu denen rüber. Hm.
Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Kannst du mir erklären, warum du dir dein ganzes Haus schwarz angestrichen hast? Wo fange ich am besten an? Das Haus bleibt im Winter deutlich wärmer. Es ist ein wunderbarer künstlerischer Kontrast zum Rest der Nachbarschaft und es passt perfekt zum blutroten Interieur. What the fuck? Wie sieht denn sein Haus bitte aus? Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl. Oh. Vielen Dank, ich bin sehr, sehr stolz auf mein Zuhause. Oh. Andrew, ich habe gerade mit Damien über seine ästhetischen Designentscheidungen gesprochen. Damien betrachtet mich von oben bis unten mit einem freundlichen, aber kritischen Auge. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich glaube, ich habe Sie im Death, Goth und Beyond gestern gesehen. Damiens Gesicht wird knallrot. Ich muss mich für mein Benehmen an diesem Tag entschuldigen. Verstehen Sie, ich nehme den Goth-Lebensstil sehr ernst und von einem Laden wie Death, Goth and Beyond kalt erwischt zu werden, was war wirklich ausgesprochen frustrierend. Ich hoffe, Sie verstehen, dass auch wenn mein Ärger verständlich war, war es natürlich keine Art, sich für einen Gentleman so zu benehmen. Es ist okay. Ach. Erzählen Sie mir etwas über sich selbst. Sind Sie neu hier in der Gegend? Ja, yep, meine Tochter und ich sind gerade vorgestern hier eingezogen und ich habe sie zu Death, Goth and Beyond, nee, Death, Goth and Beyond begleitet. Ach. Ah, sehr guter Geschmack. Übt sie auch den Goth-Lebensstil aus? Ich überlege für eine Sekunde. Ich gucke zu Amanda rüber, die gerade mit ein paar älteren Kids aus der Nachbarschaft rumhängt. Ei. Hey, Amanda! Würdest du dich selbst als Goth bezeichnen? Amanda brüllt zurück. Oh Gott. Also normalerweise versuche ich keinem spezifischen Label zu entsprechen, aber wenn ich wählen müsste, würde ich mich eher als Tree-Hipster mit manchen Normcore-Leanings. Oh Gott. Normcore. Alter, das ist schwierig. Also ich würde mal eher Gott, wie übersetzt man das gescheit? Ich würde mal wetten, dass sie halt so ein bisschen dann doch normkonform unterwegs ist. Gott, Alter! Englische Umgangssprache. Bats, also Fledermäuse finde ich trotzdem gut. Ah, wie schade. Gefällt dir die Party bisher? Oh, natürlich. Das ist wirklich sehr schön, dass ihr die hier veranstaltet. Es ist wirklich toll, in einer Sackgasse zu leben, wo alle Leute so freundlich und willkommensheißend sind. Amanda kommt zu unserem Gespräch dazu. Ich mag auch Lost Boys ziemlich gerne. Ist ein echt toller Film. Würde mich das als Goth klassifizieren? Oh. Das würde es natürlich, meine Liebe. Ich glaube nicht, dass wir schon die Freude hatten, uns kennenzulernen. Damien Bloodmarch, zu Ihren Diensten. Der Typ ist cool. Damien beendet den Satz mit einer Verbeugung und zaubert irgendwoher eine einzelne Rose hervor, um sie dann Amanda zu offerieren. Amanda errötet etwas und erwidert die Geste with a curtsy. Knicks, Knicks müsste es sein. Sie knickst vor ihm, oh Gott. Hey, du weißt genau, wie man mit einer Lady umgeht. Hallo, Amanda.
also fast als kämen sie aus dem Nichts, erscheinen Josephs Zwillingskinder und sprechen die gleichzeitig. Hey! Hi! Möchtest du nicht mit uns spielen? Hm. Komm, spiel mit uns. Für immer. Oh. Ihr beiden hört mit diesem komischen creepy Zwillingsding aus. Wir haben darüber gesprochen. Christian und Christy verziehen sich langsam. Also, ich habe so das Gefühl, dass er bei der Namensauswahl seiner Kinder nicht wirklich kreativ war, aber okay. Was meinst du, wo haben sie das her? Mary kommt zum Gespräch mit dazu mit einem Weinglas in der Hand. Okay. Ich weiß nicht. Mary nimmt einen langen Schluck aus dem Weinglas. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich zufälligerweise eine Veggie-Tales-Kassette mit The Shining überspielt. Wer weiß. Oh Gott. Sie nimmt einen weiteren Schluck aus ihrem Weinglas. Ja. Wo ist denn Chris? Ach. War er nicht bei dir? Ja. Du hast ihn doch noch vor einem Moment gehabt. Ach. Wahrscheinlich steckt er sich irgendwo Dreck in den Mund. Ich glaube, es geht ihm gut. Kleinkinder sind doch ziemlich widerstandsfähig. Mary zeigt mit ihrem Glas zu mir. Ist nicht mein erstes Mal mit Kleinkindern. Ist mein viertes. Ach. Ich habe 4 kleine Dinger aus mir rausgequetscht. Alter, das sind so diese Themen, die man nicht haben möchte, wenn man Nachbarn erstmal kennenlernt. Ja. Liebes, würdest du mir einen Gefallen tun und schauen, wo du Chris findest? Das wäre wirklich toll. Hm. Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht. Yeah. Mary? Hm. Ja. Mary trinkt ihr Wein aus und geht weg. Dad, können wir jetzt gehen? Ach du Scheiße, der Goth-Junge, der uns in der Schule verarscht hat, ist dessen Sohn. Oh Gott. Huh. Ah, Lucien, habe ich dich schon Andrew vorgestellt? Hey, das ist dieser Punk von Amandas Schule. Ich erinnere mich an dich. Whatever. Huh. Das ist keine angemessene Art, für einen jungen Mann zu Älteren zu sprechen. Sei höflich. Lucien verneigt sich. Whatever. Sir. Lucien verneigt sich ein weiteres Mal. Mr. Christiansen, kann ich bitte einen Veggie-Burger haben? Sir. Oh. Kommt schon, Kumpel. Bist du Vegetarier? Yep. Oh. Mach bitte 2 Veggie-Burger draus. Wusstet ihr schon, dass manche Leute in der viktorianischen Ära Vegetarier waren? Sie haben fleischessende Leute als Blood Lepers beschrieben. Okay. Papa. Hey. Das ist wirklich interessant, Damien. Joseph dreht sich zum Grill. Ein Tattoo scheint unter seinem Hemd irgendwie herauszuscheinen. Ich kann nicht glauben, dass ich das irgendwie vorher nicht bemerkt habe. Das sieht so aus, als wäre es der untere Teil eines Ankers. Wow, ist das ein Tattoo? Ja, ich war nicht immer ein Jugendpastor. Das ist so cool. Möchtest du meins sehen? Ei. Was? Lucien zieht so ein paar Gummibänder an seinem Handgelenk beiseite und zeigt ein umgekehrtes 666 in schwarzer Farbe. Mein Kumpel hat mir ein Stick-and-Poke-Tattoo letzte Woche gemacht. Huch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut verheilt. Ja, das ist ja mal toll für ihn. Lucien! Wir werden darüber später sprechen. Aha. Oh. Das ist ziemlich cool. Was bedeutet es? Ich weiß nicht.
Ich dachte mir nur, dass es ziemlich krank aussieht. Hm. Also meiner Ansicht nach, die sollte der einzige Grund sein, ein Tattoo zu kriegen, ist, weil man unbedingt eins haben will. Mal abgesehen davon, diese Nummer hat schon eine gewisse Bedeutung. Oh, wow, wow. Also Joseph ist irgendwie ein coolerer Jugendpastor, als ich gedacht hätte. Ich dachte immer, dass solche Leute aus dem Bauch ihrer Mütter mit einer Bibel in der Hand rausploppen. Ich frage mich echt, was er früher so gemacht hat. Okay. Wir haben jetzt dann mit zwei interessanten Männern und deren Anhang gesprochen. In der nächsten Folge würde ich sagen, reden wir mal mit den anderen, zum Beispiel Robert und Brian, und mit Craig hatte ich jetzt auch schon etwas länger nicht mehr geredet und wir können uns ja dann immer noch einen Burger reinziehen. Ihr Lieben, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe mal, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn diese Form von sozialer Unterhaltung dann immer so ein bisschen strange ist, aber okay, kriegen wir alles hin. Auch Nachbarschaftsfest überleben wir. Also, macht es gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.